Vom Bossraum können wir nicht rausgehen einfach. Ich würde vorschlagen, einer von uns bringt sie nochmal um und geht dann einfach nochmal aus dem Raum raus. Die beiden Kanonen hier sind eh kaputt. Ich glaube, die werden sich nicht wieder aufstellen. Ja. Und wieder hoch. Okay, du bist wieder da, hast zwei Leben immerhin. Und ich nehme mal die Dinger hier. Habe ich mehr, halte ich mehr aus. Ja. Ist okay. Ja. Na komm, wirf doch einfach irgendwo hin. Kein Problem. Oh, komm schon. Na los. Komm schon. Spuck die Bombis. Na komm. Na endlich. Wunderbar. Jo. Okay. Ich halte 6 Treffer aus. Du hast dafür 2 Leben. Immerhin. What? Das sieht auch wieder super aus. Oh Mann, ey. Mit Kopfschmerz willst du da nicht so überlegen. Ah! Scheiße. Vor allen Dingen, weil die auch noch in so einer Einbuchtung sind. Du kannst also nur hier von hier irgendwo schießen. Ja. Das ist recht beschissen. Ganz leicht nur. Übertreib nicht so. Ja. Das Einzige, was mir jetzt gerade ein... Nee, nicht mal. Jawohl, doch, aber... Also das Einzige, was mir einfällt, wir können ja wieder aus dem Raum raus, ist ja kein Problem, ist Folgendes, nämlich ganz zum Beispiel mal so... Eigentlich wollte ich den hier nach rechts kicken, aber naja. Kommt ja aus gleiche raus. Und dann haben wir das schon mal. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt da zum Beispiel den rechten kriegen. Aber es muss aber im ähnlichen Stil gehen, auf jeden Fall. Ah ne, den kann ich jetzt nicht mehr... Ah, fuck. Den kann ich ja nicht wegkicken. Scheiße, das habe ich jetzt nicht bedacht. Immer aus dem Raum raus, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Geht nicht anders. So. So. Den hier können wir eigentlich nicht woanders hinkicken, als nur nach unten oder nach oben. Nach oben ist dumm, also müssen wir nach unten kicken, würde ich sagen. Ja. Und dann vielleicht den hier nach rechts. Genauso wie den. Und dann nach oben. Den hier? Ja. Ja, stimmt, der ist dann dagegen und dann... So. Gut, und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Vielleicht... Nee, das kann nicht gehen. Praktisch kann man aber eigentlich nur noch 2 Stück jetzt frei bewegen, ne? Man kann jetzt nur noch den hier nach links, nach oben und sonst wo schießen und den hier könnte man eben, wenn der hier unterweg wäre. Weil die anderen kannst du nur noch jetzt hier, also den hier kannst du zum Beispiel noch nach oben oder nach unten kicken. Und den hier auch noch nach links oder nach rechts. Warte mal, ich habe mal kurz eine Idee und zwar, wenn der hier da aufkommt, dann haben wir da einen und... Da müsste man nur dafür sorgen, dass die beiden hier sind, aber das geht ja nicht. Das ist jetzt die ultimative Frage, wie macht man das am dümmsten? Ja. Also so geht's glaube ich schon nicht mehr. Ich glaube, wir haben es schon verschissen, aber irgendwie so ähnlich muss es ja gehen. Aber na, anders geht's ja nicht. Man muss auf jeden Fall mit diesen anderen Kästen da arbeiten. Ja. Man braucht auf jeden Fall hier links aber noch so einen Stopper für den hier. Oder für den oder für welchen auch immer. Ja. Okay, warte mal. Ja, nochmal, dass das Ganze noch resettet wird. Puh, vielleicht mit dem hier schon mal früher arbeiten. Den nach unten packen, oder was? Weiß ich nicht. Ja. Ach, unten wird, glaube ich, nichts bringen, so. Ne, hier jetzt erstmal nach unten und dann kann man ja mit dem hier immer noch arbeiten. Bei dem kannst du danach dann immer noch weiter nach unten kicken, wenn dann hier zum Beispiel einer wäre, weil ich mach's einfach mal. Ist doch egal, im Endeffekt. Okay. Ist im Endeffekt, wie gesagt, total Wumpe. Ja.
Ich, wie gesagt, ich probiere hier bloß rum. Also es ist jetzt nichts. Naja, kein Problem. Ich überlege gerade auch. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das würde ich in Stein meißeln. So. Na gut, jetzt ist der hier, aber. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, das ist jetzt nur so. Ja, schön halt. Jetzt können wir den nach da kicken. Achso, ne, das bringt ja gar nichts. Mann! Warum kann man sie nicht in eine Wand reinstellen? Wallhack. Ah. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die ultimative Lösung war. Also, glaub's eher nicht, aber. Das Einzige, was mir jetzt noch so eingefallen ist, was man hätte machen können. So, ich probiere auch noch mal ein bisschen rum. Mach das. Nur ich geh mal in Deckung. Nach oben ist, bringt hier nichts. Nee. Also bei dem zumindest nicht. Würde ich jetzt behaupten. Nee, kannst du gar nicht. Okay, ich glaube, das habe ich schon verkackt. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Ja, try and error halt. Ist immer so. Ja. Ups, ja. Das ist die ultimative Frage. Wie macht man das richtig? Die 100.000 Euro Frage. Könnte man echt mal bei Wer wird Millionär irgendwie testen. Das Ding hier unten, das bringt uns ja gar nichts in irgendeiner Form eigentlich. Obwohl, nee, das bringt uns nicht, so kann man das nicht machen. Tja. Und den jetzt runterkickt hier? Ja, dann kann man ihn nach links oder nach rechts, aber... Geh mal da weg. Oh, fuck. So. Jetzt den dagegen kicken. Zack. Bringt aber auch nicht und viel. Jetzt? Nee. Oh, kannst jetzt hier nach unten und dann nach links und dann nach oben. Also das geht. Ah, aber... ich weiß. So. Und jetzt? Warte mal, nicht den kicken, noch nicht kicken. Wenn man den jetzt zum Beispiel nach unten kickt, dann hat der hier... Na gut, das bringt jetzt aber auch nichts. Nee, das hilft auch nichts weiter, weil man den jetzt hier nicht weiter nach oben kicken kann. Ja, das ist ein Problem. Ich kann den zwar, oder, nee, aber das hilft mir nicht weiter. Das ist total dämlich. Und nochmal, oder? Oder hast du jetzt noch eine ultimative Idee? Weg. Den hier haben wir ja gebraucht, den Stein hier, ne? Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Jetzt habe ich vielleicht tatsächlich eine Idee. Ich bin gespannt. Jawohl, wir haben es. Na ja, gut. Man muss halt so ein bisschen um die Ecke denken, ne? Ja, oder man installiert sich halt ProBrain 2013. Da geht das auch. Bin ich nicht irgendwie. Ja, na, ganz egal. Klasse. Oh, Mann. Und es ist eh wieder nur ein Leben oder sowas. Na gut, aber auch diese zwei Endhaken-Dinger, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Das ist genau das Ding. Mach die Hände hoch. Achso. Na, wir haben hier genug Fässer, da kann ich mich erstmal hier durcharbeiten. Ja, stimmt. War sogar getroffen. Na toll. Okay. So, du kannst ja mal den zweiten Enthaken da nehmen. Aua. Entschuldigung. So. Mua. Oh Gott.
Was ist das hier? Dann bestimmst du die Richtung von denen. Und mit dem gelben sagt man so, jetzt schieß. Ah, okay. Es muss einer die Richtung bestimmen und der andere macht's. Yay. Yeah. Warum macht er das jetzt? Normal. Jawoll. Andere Richtung, jawohl, genau. Und flups. Jawoll. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Hm, oh, Boss. Das stimmt. Na, endlich. Ich habe 3 Leben, du 1. Na, super. Ja, komm, lesen wir vor. Ja. Oder auch nicht. What? Weiche von mir, Carlo. Oh nein! Das auch noch? Willst du mich verarschen? Deswegen haben wir die Dinger hier, damit wir die ein bisschen betäuben können. Denke ich mal zumindest. Oh, wow. Natürlich. Genau, übertreib's doch einfach mal komplett. Kein Problem. Ja, genau. Die muss man bestimmt auch wieder einige Male treffen. Ah, habe ich jetzt schon ein paar Mal? Ich weiß aber nicht, wie oft. Ah, wenn er dann in seinem wirbelsturmartigen Dingens ist, dann... Aua. Scheiße, ich musste die Bombe wegwerfen. Wow, das war wieder sehr knapp. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber mal gucken. Ja, jetzt sollte wieder die Dinger hier. Später kommen dann bestimmt auch noch die Dinger, die sich rollen. Ich meine, gut, sein Bewegungsmuster an sich ist ja klar. Verdammt! Scheiße. Aber trotzdem. Ah, ich kann mir die Dinger nicht herholen, ernsthaft. Nein, ich bin tot. Ja, ich bestimmt auch gleich, wenn ich so weitermache.